Eine alte Ritterregel besagt, da du es mit mehreren Kriegern auf einmal nicht aufnehmen kannst, beobachte sie lieber zunächst aus der Distanz. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance Part 154. Ja, das haben wir ja in der letzten Folge gemacht, ne? Da haben wir die komische Familienbespoke hier von Hauptmann Berner beobachtet. Und das waren ja mindestens 7 Krieger, so auf den ersten Blick auf jeden Fall. Also ja, mal gucken, ob wir das mit denen aufnehmen können. Ja, mal sehen, was uns der Herr Hauptmann denn jetzt vorschlagen wird. Glück und Gesundheit. Ja, genau, Wolfins Lager haben wir gefunden. Genau, Wolfin, das ist der eine Verwandte von Herrn Robert. Robert, sag ich schon. Bernhard. Ich bringe die mal durcheinander, diese beiden Hauptmänner. Ich habe Wolfins Lager gefunden, genau. Ich weiß, wo das Lager ist. Ah, gut zu hören. Ist es weit? Nicht wirklich. Wie viele Männer waren da? Also es waren definitiv mehr als 5. Oh, sagen wir lieber ein paar mehr, wa? Eher, ja, dann wahrscheinlich eher 10. Etwa 10. Wie wir also. Dann sehen wir doch mal, ob mein Vetter so ein harter Brocken ist, wie alle sagen. Sonst baumelt er bald in Ratai am Galgen. Mindestens 7 habe ich da auf den ersten Blick gesehen, aber ich tippe mal, es werden natürlich noch ein paar mehr sich verborgen haben. Ja, gehört an den Galgen. Wäre es nicht besser zu verhandeln? Sollten wir nicht besser mit ihm verhandeln? Ja? Mit Banditen verhandeln? Du bist wohl verrückt geworden. Na ja. Verhandeln kostet uns nichts, vor allem keine Menschenleben, genau. Das ist doch eigentlich ein gescheiter Vorschlag. Ja, gut, das wäre nicht sehr viel versprechen, da haben wir gerade mal einen Wert von 1. Ich habe Herrn Harnisch versprochen, auf seine Männer Acht zu geben. Ja. Herr Harnisch will, dass unnötiges Blutvergießen vermieden wird. Was willst du damit sagen? Ich könnte mit Wolfling verhandeln. Yes. Selbst wenn nichts dabei rauskommt, kann ich zumindest einen Blick auf ihr Lager werfen. Ein wenig Spionage kann sicher nicht schaden. Und Wolflin ist ein eingebildeter Gag. Er wird dich anhören. Und wenn es nur ist, um mir zu sagen, dass ich zur Hölle fahren soll. Oh. Ich gebe dir eine Livree mit meinem Wappen, damit er weiß, dass ich dich schicke. Und du musst unbewaffnet gehen. Oh, danke, Hauptmann. Oh, nicht doch. Ich tue mein Bestes. Das hoffe ich. Und komm ja in einem Stück wieder. Ich will Herrn Ratzig nicht sagen müssen, dass ich seinen Günstling ans Messer geliefert habe. Das klingt ja vielversprechend. Gut. Mach's gut. Versuch zu verhandeln, ja. Unbewaffnet, ja. Das klingt nicht so gut. Eieiei. Euer Baron. Den Farben der Herren von Orleschner kleiden, damit sie mich als Hauptmann Bernhards Boten erkennen. Und selbstverständlich muss ich unbewaffnet gehen. Also die Waffe nur holstern, oder wie ist das jetzt zu verstehen? Vermute ich mal, oder? Machen wir das mal. In der Hoffnung, dass das was bringt. Eieiei. Aber dafür in voller Rüstungsmontur. Die kann ich jetzt nicht anlegen, den Sattel meine ich. Scheinbar, weil der andere noch voll ist oder so mit unseren Utensilien, die wir so bekommen haben. Orleschner Wappenrock. Ziehen wir den mal an. Sonst noch irgendwas? Nö, die anderen Klamotten waren ja nur von dem Capon, Herr Capon. Wo ist der eigentlich? Herr Hans Capon. Hä? Der macht sich das wahrscheinlich wieder irgendwo gemütlich. Na, vielleicht hat er ja auch eine Rüstung jetzt an. Der ist schlechter zu erkennen. Oh, er pennt wahrscheinlich irgendwo, wie es seine Art ist. Ah, da liegt er, sag ich doch. Vielleicht kann er uns ja helfen irgendwie, ne? Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich habe von einem Turnier gehört. Ich werde verhandeln. Ach, ich werde verhandeln. Ja, sagen wir es mal. Ich habe Hauptmann Berner zum Verhandeln überredet. Bist du wahnsinnig, Heinrich? Die schicken uns deinen Kopf. Die töten mich nicht. Sie wissen, ich bin Bernards Bote. Er hat mir eine Livree mit seinem Wappen überlassen. Das wird diese Banditen wohl kaum aufhalten. Aber wenn du gern den Helden spielen willst, nur zu. Geh. Herr Hans, ich habe von einem Turnier in Ratai gehört. Ja,
Hanusch lässt das Turnier in der oberen Burg wieder aufleben. Hm. Ein bisschen Unterhaltung für den gemeinen Pöbel. Fußvolk, das sich mit verschiedenen Waffen die Köpfe einschlägt. Du wirkst nicht so frohsinnig wie sonst, Herr. Stimmt etwas nicht? Ja, verflucht. Hanusch wollte wissen, was ich den ganzen Tag so treibe. Und ich erzählte ihm von ritterlichen Pflichten, die mich auf Trab halten. Ich sagte, dass ich meinen Knappen in der Kunst des Schwertkampfes und in anderen Kampffähigkeiten unterweise. Von einem Knappen wusste ich ja gar nichts. Das ist es ja. Kein. Ich habe ihm das einfach nur aufgetischt, damit ich ihn vom Hals habe. Aber ich habe wohl zu dick aufgetragen. Wie immer. Jetzt will mein Onkel, dass mein imaginärer Knappe beim Turnier zeigt, was er gelernt hat. Die Sache könnte nach hinten losgehen. Das kannst du laut sagen. Der Alte ist wie ein Hund am Knochen. Er wird nicht locker lassen. Außer... Yeah, oh, oh. Das ist die Idee. Ich hab's doch geahnt. Ich sage ihm, dass du der Knappe bist. Du musst lediglich am Turnier teilnehmen und die anderen Bauern ordentlich verbläuen. Dann sind alle zufrieden. Außer die Verlierer natürlich. Ah, da gibt's einen Haken an der Sache. Ich habe mich schon versucht an dem Turnier und bin je gescheitert. Ich soll also sein Knappe werden, das überlebe ich nicht. Nee, stimmt allerdings. Ich denke, das lässt sich machen. Soll ich dein Knappe werden? Ich weiß nicht, ob Herr Ratz sich zustimmt. Nein, nein. Muss er ja nicht. Ich muss ja nichts von der Sache mitnehmen. War klar. Wir wollen schließlich nur meinen Onkel täuschen. Schlecht ist die Idee ohnehin nicht. Wer weiß, eines Tages... Also schön. Ich hoffe nur, ich bekomme keinen Ärger. Es wird alles glatt gehen. Wirst sehen. Oje. Oh Gott, in was reitest du mich da rein? Ich werde sterben. Unsinn. Du bist ein Krieger. Und es ist ja nur ein freundschaftlicher Schlagabtausch. Kein Kampf auf Leben und Tod. Die Teilnahme ist allerdings nicht umsonst. Dafür komme ich natürlich auch. Na, dann ist gut. Wenn du nicht herumerzählst, ich wäre ein Geizhals. Begib dich zum Turniermeister. Du findest ihn bestimmt irgendwo beim Hof der oberen Burg. Er erklärt dir die Regeln und schreibt dich ein. Also dann auf und lass mich nicht hängen, Heinrich. Vergiss nicht, du musst zeigen, dass ein Meister dich ausgebildet hat. Wow, dein Wunsch verbessert. Ist dir Befehl. Ausgezeichnet. Danach trinken wir auf deinen ruhmreichen Sieg. Oh je. Spiel gespeichert. Wie? Jetzt hat die Quest. Nein, nein, ich muss ja die andere Quest machen. Ja. Gut. Jetzt haben wir quasi zwei Quests miteinander verknüpft. Aber ich muss ja erstmal diese Quest hier machen, ne? Aha, kaputt. Ja, die ist auch noch ausgegraut. Sehr schön. Gut. Dann können wir die erstmal in Ruhe hier zu Ende machen. So hoffe ich doch zumindest. In Ruhe wird es wahrscheinlich nicht ablaufen, aber ja. Als Heinrich haben wir unser Bestes probieren. Ne? So, genau, das ist das Lager. Versuch zu verhandeln. Zieh dir die Kleidung, das haben wir gemacht. Und gehe unbewaffnet. Sollen wir die Waffen vorher ablegen oder reicht es, dass wir die jetzt ausgezogen haben quasi? Ja. Bin mir da noch nicht so sicher. Aber gespeichert hat er ja allemal, also von daher. Boah, sind wir auf der sicheren Seite. So, naja. Ich werde erstmal mein Glück versuchen. Dem Verhandeln, ne? Im Mittelalter wurde ja relativ viel verhandelt. Und das war auch nicht selten von Erfolg gekrönt. Und alle Beteiligten sind gesund daraus wieder hervorgegangen. Ah, hier waren die Jagdgründe, ne? Genau, Rehe und so. Und Hirsche vor allen Dingen. Nee, Hirsche sind hier sogar. Aber Hirsche sind ja weitaus seltener, ne? Wie wir ja festgestellt haben. Gut, hier waren wir schon unterwegs auf jeden Fall. Weil wir da direkt reinreiten sollten. Er hat ja auch gemeint, ich soll mir vielleicht erstmal einen Überblick verschaffen. Aber das haben wir ja im Prinzip schon gemacht. Beim letzten Mal, ne? Ja. Oh, verhandeln ist das mal. Eine gute Ausgangsbasis, genau. Da ist ja die, apropos Basis, das Lager von den Verbrechern. Oh, du hast das Lager entdeckt. Soll ich jetzt schon absteigen oder einfach mal blindlings drauf losreiten? Oh Gott, das sieht größer aus als gedacht. Na, der kommt direkt angerannt.
Was willst du hier? Ich bin Hauptmann Bernhards Bote und soll verhandeln. Ich kann dir nicht trauen. Warum nicht? Aber ich bin unbewaffnet. Ja. Das ist wahr. Und du trägst Herrn Bernhards Farben. Ja. Ich schätze, ich kann dich zu Herrn Wolflin bringen. Aber versuch ja keine Dummheiten, verstanden? Du hast mein Wort. Gut, das haben wir geschafft. Folge der Wache ins Lager. Machen wir das so. Ihr macht hier wirklich einen Dreck. Was tust du da? Komm schon. Ich hab Ständer. Keine Dummheiten, sagte ich. Mach ich doch gar nicht. Bin nur abgestiegen, hallo? Fast wieder nüchtern. Fast wieder nüchtern. Oh je. Sieht gar nicht aus wie Räuber. Wir haben nicht den ganzen Tag. Naja. Okay. Wen haben wir denn da? Wie heißt du, Junge? Heinrich. Ich bin ein Bote von... Ich weiß. Von meinem geliebten Vetter Herrn Bernhard von Oleschna. Und? Wie lautet deine Botschaft? Du kannst gehen... Oh Gott, so viele Optionen. Kannst gehen, wenn du die Beute zurücklässt. Du kannst gehen, wenn du die Beute zurücklässt und eine Entschädigung zahlst. Du kannst mitsamt deiner Beute gehen. Lassen wir ein Duell entscheiden. Ich hörte, deine Familie sei verflucht. Ja, ein paar interner vielleicht, wa? Warum schadest du den Herrn von Oleschna? Ja, vielleicht erstmal das fragen, ne? Was hast du gegen die Herren von Oleschna? Milota, dieser Bastard, hat Dörfer gestohlen, die meinem Vater gehörten. Ich war in Polen, als er starb. Und Milota sagte allen, auch ich wäre tot. Aber du kamst zurück, nicht wahr? Ja, das tat ich. Aber Milota bestach einen Pfaffen zu behaupten, mein Vater habe auf dem Sterbebett gebeichtet, dass er vom Teufel besessen wäre. Und sein Sohn ebenso. Also ich. Deshalb denken sie, ich sei ein Hexenmeister und von den Toten auferstanden. So, deswegen der Blödsinn mit dem Hexenmeister. Und was ist mit den Gerichten? Ja, naja, gut, die gab es ja damals noch nicht so wirklich, ne? Da hat dann immer irgendein Adliger entschieden. Das gibt dir nicht das Recht, Herrn Harnisch zu berauben. Ja, das stimmt allerdings. Das gibt dir nicht das Recht, plündernd durch Herrn Harnischs Leben zu ziehen. Ich habe nie behauptet, ein Heiliger zu sein. Ich bin genauso ein Bastard wie Milota. Aber das heißt nicht, dass ich ihn in Ruhe lasse. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Das ist mir ein Duell. Duell, das ist auch nicht so meine Stärke. Das kämpfen wir, man weiß ja nicht, was die auf so auf Lager haben hier, oder? Die Jungs. Du kannst mitsamt deiner Beute gehen. Wenn du die Beute zurücklässt. Ich versuch's mal damit. Wir bieten dir freies Geleit von diesem Land, wenn du alles zurücklässt, was du Herrn Harnisch gestohlen hast. Welch großzügiges Angebot. Aber warum sollte ich akzeptieren? Des Frieden wegen. Die Anwohner verlangen nach Banditenblut, genau. Das ist mal wieder nicht vielversprechend. Herr Harnisch hat mächtige Verbündete wie ein Arzt. Weißt du denn nicht, was hier schon eine ganze Weile los ist? Sollte ich. Banditen sind im ganzen Land unterwegs. Kürzlich überfielen ein paar ein nahes Gestüt und die Anwohner haben langsam genug. Mag sein, aber damit habe ich nichts zu tun. Was sagt das den Leuten? Ja, denen ist das egal. Auf dem Weg hierher hat der Hauptmann im halben Land Männer rekrutiert. Er will an dir ein Exempel statuieren. Warum an mir? Ah, sehr gut. Es stehen bestimmt genug zur Auswahl. Weil du der Erste bist, der nicht wegläuft. Also bist du auch der Erste, der geschnappt wird. Ich bin mir sicher, du weißt, was danach mit dir geschieht. Warum warst du? Hängen? Wozu das Gerede, wenn ihr so viele seid? Herr Harnisch will unnötiges Blutvergießen vermeiden. Er wäre glücklicher, wenn du einfach weiterziehst. Also schickte er mich als Unterhändler. Es war also gar nicht Bernhards Idee. Wenn der Hauptmann wüsste, dass ich hier bin, würde er mich vierteilen. Nicht schlecht. Hier gibt es ohnehin nichts zu holen. Gut. Ich akzeptiere dein Angebot. Sag deinem Hauptmann, wir ziehen ab. Und ihr lasst die Beute zurück? Das, was übrig ist. Das Essen ist schon vertilgt. Dann los, bevor Bernhard die Geduld verliert. Cool, Redekunst hat sich verbessert. Aufgabe abgeschlossen. Redekunst. Geh zu Hauptmann da zurück und erstatte Bericht. Na, machen wir das doch glatt. Na, das lief ja glatter als, angenommen. Perfekt.
würde ich mal sagen. Also. Boah. Wie war das? Reden ist Silber, in dem Fall war Reden Gold, würde ich mal sagen. Ne? Dadurch haben wir jetzt die Truppen von Herrn Harnisch geschont. Ja. Der kann sich dadurch weiter auf die wahren Verbrecher konzentrieren, ne? Die das Land heimgesucht haben. Mit dem Münzfälscherring und alles, was damit da zu tun hat, mit dem ganzen, ne? Widrigkeiten, die ja mit dem König da im Bunde sind. Ja. Naja. Ja. Den König Sigismund, ne? Sigismund? Ja, so hieß er doch. Ja. Und die Kumanen, wie sie die Ländereien überfallen haben und so weiter, wie das alles miteinander zusammenhängt. Naja, kann man sich ja vorstellen, ne? Sie wollen die Bürger so langsam ausbluten und damit auch den Adel natürlich, nicht zuletzt. Und dann haben sie natürlich schlussendlich leichtes Spiel. Aber an Scarlet haben sie natürlich ein Exempel statuiert. Indem sie die Stadt ja, überfallen haben, ohne Vorwarnung. So. Na dann, gucken wir mal, was Bernhard dazu sagt. Ob er davon begeistert ist oder auch nicht. Wolflin von Kallenberg. Nee, ich bin von den Verhandlungen zurück. Ich bin von Wolflin zurück, Hauptmann. Und in einem Stück. Wenigstens das. Ja. Ich erwarte nicht, dass du etwas erreicht hast. Ich habe sie überredet, abzuziehen. Sie haben sogar die Beute dagelassen. Sie ohne Beute abziehen zu lassen, ist natürlich gut für uns. Aber sie werden hungrig sein und unsere Nachbarn ausrauben. Sie sind diejenigen, die rauben und töten, nicht wir. Ja gut. Ja, Arnisch wird froh sein, dass sie weg sind. Genau. Das auf jeden Fall. Nicht so sehr kümmern. Aber mich. Sie haben zwei meiner Männer getötet und meinen Vetter verstümmelt. Das tut mir leid. Aber eure Wege werden sich bestimmt wieder kreuzen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, eure Familienfehde beizulegen. Das ist wahr. Dennoch werde ich unsere Nachbarn warnen, dass Banditen umherziehen. Reite nach Hatay und berichte Herrn Hanusch. Ja, Herr. Alles Gute. Jo, machen wir das. So, auf nach Hatay. Perfekt. Oh, das ist wieder ein Tagesmarsch hier. Nein, es wird ja mal langsamer. Nein, nicht doch. Gib Gas. Also richtig schnell wie vormals geht's nicht mehr. Ne? Das ist wirklich vorbei. Leider, aus Gründen. Ja, vielleicht war das wirklich ursprünglich ein Bug, ne? Aber es war ein positiver Bug. Also es gibt auch mal positive Bugs, die die Schnellreise einfach mal deutlich beschleunigt haben. Aber jetzt haben sie es leider gepatcht oder genervt, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, geht es jetzt wieder so wie vorher auch, ne? Schade, schade, schade. Mal sehen, was Herr Harnisch dazu sagt. Och, der wird das bestimmt loben, ne? Dass das alles so glatt gelaufen ist. Davon gehe ich doch mal aus. Na, aber. Immer positiv denken. So, erstmal schnabulieren. Boah, schmatzt doch nicht so. Sorry. Ist der oben, oder? Weil das sieht man hier immer so schlecht. Auf der Karte. Jo, da ist er. Na, beide. Herr Ratzig und Herr Harnisch. Gott segne dich. Was betrübt dich? Oh, was ist betrüben? Das kann man jetzt nicht sagen. Du verlangst an mir, Räuberbaron. Ich bringe Kunde aus dem Lager, Herr. Sprich. Ich überzeugte den Hauptmann, mich mit Wolflin verhandeln zu lassen. Er hat zugestimmt? Erstaunlich. Fand ich auch. Ich versprach Wolflin freies Geleit aus dem Lehen, wenn er die gesamte Beute zurücklässt. Wenigstens sind damit unsere Verluste geringer. Obwohl Bernhard sicher sagen wird, dass ich meine Ehre verloren habe. Aber du hast keine Männer verloren, Herr. Das ist etwas wert. Wohl wahr, Junge. Wolflin findet sicher ohnehin bald ein schlimmes Ende. Tja, nach allem, was die letzte Zeit passiert ist, bin ich froh, dass mal etwas gut ausgegangen ist. Ich ebenso, Herr. Und du verdienst eine Belohnung für deine Taten. Hab Dank, Herr. Mach's gut.
Ui, Magdeburger Kür haben wir bekommen. Und ein Achievement. Sehr gut. Das kann ich leider nicht ganz lesen, wegen der hohen Auflösung. Das stellt meinen Monitor ein bisschen fehlerhaft dar, weil mein Monitor hat nur 1080p. Und alles, was höher berechnet wird, ja, also gerade an Schrift und so, ist schwierig. Außer im Spiel selber, da ist natürlich alles richtig dargestellt. Oh, ist das schon Herr... Ne, Herr Kappau ist da noch nicht. Das Turnier hat ja auch noch nicht stattgefunden, also von daher... Oh. Wird es wahrscheinlich auch erst, wenn man die Quests auswählen. Na, no, ist doch... Ja, gucken wir uns den mal an, ne? Den Kyras. Ob der zu irgendwas taugt. 23. Was hat denn unsere Brigantine? 24. Aber die können wir gut verkaufen. Also, boah. Haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht. Leichentuch möchte ich auch bei Gelegenheit mal loswerden. Gut, es bringt zwar kaum Geld, aber ja. Dann sind wir das Teil wenigstens los. Oh. Okay. Die Beinlinge bringen richtig Geld hier. Sehr schön, Leute. Aber ich würde mal sagen, ich mache nichtsdestotrotz erstmal Schluss an der Stelle. Bye, bye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Eschak. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch diese Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like. Genau da. Bis dann.